Echo! Hallo! Und hallo auch an euch. Und willkommen zurück zu Dark Souls 3. Guck mal, da oben steht einer. Ja, beste Ansprache ever. Willkommen zur ersten Folge vom DLC Nummer 2 und beziehungsweise zum letzten DLC, zum letzten, was überhaupt zu Dark Souls wohl jemals kommen werden soll und so weiter. Wir spielen The Ring City. Und zwar mit dieser coolen Sense hier. Zumindest ist das der Plan. Ob der umgesetzt wird, werden wir noch sehen. Nur ganz so zur Sicherheit und so. Werden wir wahrscheinlich das Ding auch noch irgendwie ausrüsten. Schrägstrich mitnehmen zumindest. Geht das überhaupt? Nein. Okay. Perfekt. Dann sagen wir es mal so. Machen wir das, wenn es funktioniert. Nicht funktionieren sollte, werden wir wieder wechseln. Aber solange es funktioniert, ist das der Plan. So. Gut genug gelabert, Morty. Wie man zum zweiten DLC kommt, man muss tatsächlich das erste DLC durchspielen, wie wir jetzt wissen. Und dann... Wir gehen jetzt mal den richtigen Weg nochmal für die Leute, die die Vorbereitung jetzt nicht gesehen haben. Muss man zur Ariandel-Kapelle gehen und dahin, wo man den DLC-Boss besiegt hat. Oh yeah. Deswegen erkläre ich das jetzt auch nochmal. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man sich die Vorbereitung nicht unbedingt reingezogen hat. Das ist, ne, und so nicht so krass spannend. Wobei, für mich war es spannend. So, und bevor wir jetzt tatsächlich in das DLC gehen, gucken wir nochmal ganz kurz schnell, ob die komische, das kleine Mädchen oben was Neues zu sagen hat. Ich glaube es zwar nicht. Warum sollte es auch? Aber wir machen es einfach mal schnell. Hallo. My thanks, Ashen One. Kein Ding. I can almost see the flame. Cool. Soon, Uncle Gale will bring me the pigment. I wonder if he has found it. The dark soul of man. Ich dachte gerade schon, wir hätten sie mit der Sense umgebracht. Aber nein, sagt immer noch das Gleiche. So. Ich bin mal gespannt, ob ich mit der Sense klarkomme. Ist schon eine Weile her, dass ich damit gespielt habe. Aber an sich sollte es machbar sein. Ich bin nur etwas skeptisch, weil man mit der natürlich weder parieren noch blocken noch sonst was kann. Das heißt, wir sind sehr aufs Ausweichen ausgelegt und naja. Wir werden sehen. Habe ich das Leuchtfeuer? Das habe ich noch nicht mal angezündet. Vielleicht sagt sie ja jetzt was Neues. Ach, scheiß drauf. So, und hier ist jetzt ein neues Leuchtfeuer. Steht da jetzt was? Hülle und... Ist es etwa Engel? Ich glaube nicht. Wir verziehen uns jetzt auf jeden Fall in das DLC! Und ich bin jetzt schon... ziemlich sicher, dass ich wieder... ziemlich viel ragen werde, jetzt wo ich das Gebiet nicht kenne. Ich werde 50.000 Mal sagen, warum ist dieser Gegner so scheiße? Letzten Endes wird er nicht scheiße sein. Im privaten Spiel werde ich kaum Probleme mit ihm haben. Und so weiter und so fort. Aber... das trifft auf das Let's Play meistens nicht zu. Das heißt, beim ersten Mal durchspielen habe ich immer Probleme, weil wenn ich das Ganze aufnehme, ist es nochmal schlimmer. Und heilige Scheiße, was ist denn hier los? Das ist ein Bug, oder? Das ist ein Anzeigeglitch, das soll nicht so sein, oder? Oh, hi, bist du ein Gegner? Die kennen wir doch noch und es ist mal einer, der lebt. Oh, your head's square on your shoulders, is it? Ja, so, wenn ich mich hier umgucke, bin ich mir nicht sicher. Clamoring tin can was the last. But here we go again. What is it you want from this old stone-humped hag? I've nothing for you, not a smithereen. I just like to stand here and take in the view. Das verstehe ich. Ein Anliegen führt euch mich zu euch. Kein spezielles Anliegen. Eigentlich haben wir kein spezielles Anliegen. Obwohl, doch, wir wollen ja eigentlich auch nach den Farben suchen. Well, that came out of nowhere. Denk ich. You think an old stone-humped hag would be brimming with goodies? Klar. I've none of that. Not a smithereen. Ich habe ja nicht gesagt, dass es ein Gegenstand ist, den ich von dir haben möchte. Und dafür, dass du angeblich nichts hast, hast du ganz schön viel. Was ist denn das? Spaltblatt Großschwert? Brauche ich die? Ist eine helle Bade. Warum heißt es Großschwert, wenn es eine helle Bade ist? Ja, okay.
Ein langstieliges Großschwert, das seinen Weg aus einem fernen Land hierher fand. Es ist ganz aus Stahl und daher extrem schwer. Der Name Spaltblatt kommt von der Form der großen Klinge, die an die Adern eines Blattes erinnern. Ja, so ein bisschen. Fertigkeit Windrad lässt die Waffe heftig über dem Kopf kreisen, fegt Feinde hinfort und geht dann entweder in einen normalen oder schweren Angriff über. Die fortgesetzten Wirbelangriffe peitschen den Wind auf, gewinnen an Schwung und verstärken die Folgeangriffe. Ja, das kaufen wir doch direkt mal. Haben wir gerade genug Geld gehabt. Verkaufen, wie immer das Übliche. Noch irgendwas? At the close of the Age of Fire, all lands meet at the end of the earth. Great kingdoms and anemic townships will be one and the same. The great tide of human enterprise. All Enterprise! Was? That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god. Oh, if you just can't stop yourself, at least hear this. Far below, there's a deep, dark hole carved out of a tree. Faszinierend. From time to time, voices brim from the depths of the cavity, even now. Mutterings of the very demon that Prince Lorien spoke of, I'm sure. Horrible sounds of an afflicted thing, yet cursing men. At the close of the Age of Fire, all lands meet. At the end of the earth. Great kingdoms and anemic townships. Das hatten wir schon. Fällt mir echt früh auf. Keine Ahnung, ich kann mich nicht so hundertprozentig darauf konzentrieren, was sie sagt irgendwie. Ich bin noch so aufgeregt, ich weiß nicht warum. Da unten kann man auf jeden Fall hin. Wir können uns ja schon mal die Gegner hier angucken. Ich glaube, da sind nämlich welche. Ich kann sie nur leider nicht wirklich erkennen. Es erinnert auf jeden Fall sehr stark schon mal an die Burgmauer von Lothric, das kann man wohl sagen. Der Typ springt da wahrscheinlich runter, sobald man sich das Item holt, das können wir uns ja schon mal merken und ich werde es wieder vergessen. Die hat irgendwas von einem Baum erzählt da unten, soll ich da mal runterspringen? Das ist bestimmt eine gute Idee. Wage den Sprung, das ist sogar eine Meldung vom Spiel, glaube ich. Und wenn ich lieber hier lang gehe... Blut voraus. Spoiler-Alarm. Ah, der Sprung sieht echt so aus, könnten wir da Fallschaden kriegen. Ah, offenbar gerade so nicht. Andererseits, ich habe zumindest ein einziges Trailer-Video geguckt, ansonsten habe ich mich möglichst wenig spoilern lassen. Hier müssten wir theoretisch spätestens Schaden kriegen. Das tun wir aber nicht. Wir sind aber auch weich in Asche gelandet, wahrscheinlich deswegen. Das wäre auf jeden Fall mal eine interessante Mechanik. Ich bin gespannt, wie schnell ich sterben werde. Ich renn mal schnell rüber. Okay, ich hatte irgendwie gehofft, dass die dadurch sterben. Man muss natürlich sagen, dass die Waffe sehr gut dafür ist. Oh oh. Einfach mal in der Hoffnung, dass sie nicht wiederkommen. Wow, 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 wow. Immer langsam, Freunde. Oh, oh. Das sah minimal unangenehm aus. Und da schießt noch einer auf uns. Oh. Stirb. Gerade nicht. Entschuldigung. Ach, wie schön. Wir werden direkt invasiert. Wie praktisch. Der lebt sogar noch. Verpiss dich doch. Frechheit.
Oh, praktisch, den direkt hatte ich direkt Rexbücher losgeworden. Ach, na teuer, noch so einer. Na geil. Oh. Reizend. Ah, der war ziemlich schlecht. Und komm, Finstergeist, der sich heilt. Mal im Ernst. Ich gebe zu, ich habe komplett vergessen, dass wir auch invasiert werden können. Ich weiß ja nicht. Das ist immer noch der Teil, der mir in dem Spiel nicht so wirklich gefällt. Das System davon. Ich weiß, es ist eher ein Teil, der sehr vielen Leuten, die das Spiel mögen, Spaß macht. Aber ich gehöre nicht dazu. Tut mir leid. Ist halt so. Hi, Kumpel. Also ich meine, wenn man das möchte, dann ja, gut. Oh. Ah! Ich wollte doch nur das Item angucken, verdammte Scheiße. Ach komm. Ich habe aber auch ein Glück, hä? Komm, jetzt trifft mich genau der Zauber und ich bin tot. Nein? Ist aber enttäuscht. Was bist du denn? Holy shit! Was zum Teufel? Geh weg! Ah, verdammt, ey, wenn meine Ausdauer nur ein bisschen mehr gewesen wäre, hätte ich diesen Finstergeist gehabt. Mir hat ein Schlag gefehlt. Und die Gegner weiß ich jetzt auch noch nicht, was ich von halten soll. Oh. Bitte, bitte. Ach man, das ärgert mich jetzt. Das wäre ein schöner Anfang gewesen, direkt einen Finstergeist wegzuhauen. Ich würde sagen, ich habe doch noch was gehört gerade. Hallo, darf ich mal treffen? Da visiere ich schon extra an und treffe trotzdem nicht. Mal davon abgesehen, wieso haben wir diesen Fall eigentlich überlebt? Sind wir schon wieder in Asche gelandet einfach? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, ich brauche tatsächlich den Degen. Oh oh. Was sind das für Dinger? War nicht der Plan. Kann man irgendwoher vorher sehen, wo diese Gegner auftauchen eigentlich? Nee, ne? Ah, okay, ich wollte gerade sagen, wie soll man denn da hinkommen? Aber das ist relativ offensichtlich. Ich weiß nicht, wie man wieder zurückkommt. Trübe Handsichel? Halbsichel? Oh. Zum Glück bin ich so schnell weggegangen, ha? Vorsicht vor Oberhalb. Was haben wir gerade gefunden? Und wichtiger, war das hier ein Item oder da ein Item? Oder irgendwo anders ein Item? Oder überhaupt kein Item? Oder ein Item-Item? Oder Morty hält nicht mehr die Fresse mit deinem Item? Das Ding war's. Trübe Handsichel. Ein Dolch, der Dunkelschaden macht. Eine Handsichel mit kurzem Schaft, wie sie die trüben Männer aus den Tiefen führen. Ach, die Viecher sind das, okay. Von dunkler Klammheit umhüllt und mit der Kraft der Finsternis erfüllt. Fertigkeit, Schnellschritt, ermöglicht einen sofortigen Schritt hinter den hinter oder neben den Gegner. Solche Dolche kennen wir ja eigentlich schon. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Glaub nicht. Ach Mann, ich wollte mich da oben eigentlich... Okay, ich dachte schon, jetzt kommt da einer von oben runtergefallen oder so. Ist das wieder eine Meldung vom Spiel? Okay, ich spring ja schon. Ah! Hm.
Und weiter. Hallo, Kumpel. Ist ja schön, dass es da einen Schatz gibt. Gerade noch so gesehen, das Drecksvieh. Wenn ich es jetzt noch treffe, bin ich glücklich. Ich glaube, ich muss den schweren Angriff ein bisschen mehr benutzen. Kommt da jetzt auch irgendwas von oben runtergesprungen, wenn ich das hier aufheben will? Nee? Blitzuhren. Könnte das ein Hinweis sein, dass man hier Blitz verwenden soll? Wir können sie ja mal ausrüsten. Haben wir nur 20. So. Ich wusste gar nicht, dass solche Uhren und so auch tatsächlich skalieren mit dem, was man geskillt hat. Da sitzt auf jeden Fall einer bei der Statue, der lebendig aussieht. Der da sieht ziemlich versteinert aus. Du bist aber nicht echt, ne? Nee, so siehst du auch nicht aus, ehrlich gesagt. Wir können ja mal gucken, rechte Schulter so ungefähr. Das kommt nicht mehr so wirklich gut hin. Och nö. Ach du Scheiße. Ah! Hat dir das nicht gefallen, oder was? Oh oh. Nee, das hat mir auch nicht gefallen. Was zum Teufel? War ich gerade echt One-Hit, oder waren das zwei Treffer? Au. Ich glaube, ich bin echt mit dem Katana besser. Ist nur eine Vermutung. Ich weiß, ich enttäusche damit jetzt jemanden. Ich weiß es genau. Ich will probieren, ob ich damit besser klarkomme zumindest. Wo haben wir es denn? Da. Jetzt sind wir bei 50%. Eigentlich können wir dann auch... Das war eigentlich gar nicht mein ursprünglicher Plan. Eigentlich wollte ich gerade erst was... den Zauberstab ausrüsten, aber andererseits lohnt sich das, glaube ich, sowieso nicht. Wir gehen aber tatsächlich nach unten, denke ich. Ah, wie... Ich glaube, hier oben gibt es auch gar nicht sonderlich viel. Andererseits würde ich schon ganz gerne mein Zeug wieder haben. Also, go. Hui! Oh, ich falle mit der Leiche. Hui! Schnappen wir uns den Typen, der gleich zaubern will. Lass das bleiben! Eigentlich kann ich doch auf die total pfeifen, oder nicht? Tschüss. Ich beeile mich mal lieber. Oh, guck mal. Ob das wert war, erfahren wir, wenn das Licht angeht. Ah. Und weiter. Oh, um Gottes Willen. Und zack. Gelegenheit genutzt. Kann ich mal kurz durch? Danke. Na, alles gut? Schnell weg. Natürlich hat es nicht getroffen. Ich wollte mich auch eigentlich heilen. Au. Ach komm, ich habe Rollen gedrückt, nicht sprinten. Es geht wieder gut los. Ach man. Aber ich frage mich ein bisschen, warum das jetzt schon wieder Lordtrick-Ritter sein müssen. Ich meine... Die sind im Hauptspiel eigentlich oft genug vorgekommen, muss man sagen. Ich meine, gut, die sind ein bisschen anders, minimal. Aber es ist eigentlich schon ein bisschen arg recycelt, oder? Naja. Warum beschwere ich mich eigentlich? Sie bringen mich trotzdem ziemlich zuverlässig um, würde ich mal behaupten. Und ich habe schon wieder nicht drauf geachtet, wie viele Seelen wir da eigentlich liegen gelassen haben. Hm. Das Problem ist, ich habe die auch im Hauptspiel immer so bekämpft, dass ich sie niemals, absolut never, bekämpft habe, wenn die gleichzeitig, also ich habe sie nie gleichzeitig bekämpft. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob wir die hier überhaupt einzeln bekämpfen können. Und go. Wieso bleibst du denn da hängen? Da ist nix. Oh Gott, ich hab dich ganz vergessen, Kumpel.
Und jetzt kriege ich noch einen Lichtstrahl ab und ich bin tot. Hätte aber zumindest den Vorteil, dass wir dann erstmal uns oben umgucken könnten. Wisst ihr was? Wir probieren es trotzdem mal. Mit dem Zauberstab. Der Typ hatte vorhin das Ding, ne? Weil wir haben ja auch noch Kälteschaden. Den können wir mal ausprobieren. Waren wir jetzt über 70? Nein. Bei weitem nicht. Lass das! Ach Mist. Ja, genau. Genau. Der schlägt mich nur zweimal mit dem Schild. Und ich bin tot. Was ist denn das für ein krasser Schild? Den will ich auch. So. Entweder ich spiele hier mit Menschlichkeit und sterbe, weil ich invasiert werde. Oder ich spiele ohne Menschlichkeit und sterbe, weil ich ein Schild ins Gesicht bekomme. Und daran sterbe. Instant. Hey, Kumpel. Au. Grad nicht. Stirb einfach an Schild. Titanitbrocken. Ja, das ist ein netter Loot, muss ich sagen. Stehst du jetzt auch auf? Ach, die schon wieder. Da geht's weiter. Eigentlich hätte man den natürlich theoretisch was Visionen von Vorrichtungen. Da oben ist ein Balkon, aber ansonsten. Hübsch. So. Der Typ hat schon mal keinen Kopf mehr. Also man konnte sie immerhin trotzdem wieder einzeln bekämpfen. Das finde ich ja schon mal gut.